Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Astrologie. Liebe Bariana, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser oder Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das bedeutet, das ist dein Lagna oder Aszendent. Aszendent Waage. Und das kannst du so vorstellen, das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben. Das ist wie ein Kostüm, was du als Geschenk bekommst. Und dieses Kostüm trägst du von Geburt bis zu dein Lebensende. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, deine Persönlichkeit. Und so bist du auch wahrgenommen. Ich könnte mit anderen Worten auch sagen, du bist ein Kind davon. Waage gehört zum Luftelement. Du brauchst Luft zum Atmen. Du brauchst die Leichtigkeit, aufatmen zu können. Und das heißt, wenn dich viele Dinge bedrückt im Leben, loslassen, zu diesem Leichtigkeit kommen. Über Zeichen Waage herrscht Venus. Venus ist die Planet der Liebe, auch die Weiblichkeit, Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie. Und das bedeutet, du bist eine schöne Frau, so bist du auch wahrgenommen, hast du einen guten Geschmack, hast du auch Gerechtigkeitssinn und du liebst auch das Frieden, Harmonie und Frieden. Kann auch bedeuten, dass du künstlerische Begabung hast. Waage trifft aber schwer Entscheidungen, weil versucht immer alles abwiegen, ausbalancieren, vergleichen. Also das wäre vielleicht ein Hinweis, was du verbessern kannst. Waage neigt dazu, sich beliebt zu machen, weil Waage braucht die Harmonie. Und wenn du danach gibst und versuchst immer für andere da sein und dabei vergisst du dich selbst, das kann auch ein Hindernis sein in dein Leben. Die zweiten Lebensbereich sind die Werte. Und das bedeutet, du sollst wertvolle Dinge in Besitz nehmen. Es ist nicht nur die materiellen Dinge, sondern wertvolle Freundschaften oder die Liebe kann auch wertvoll sein und das auch befestigen. Bedeutet auch Ideenreichtum. So etwas auch in Besitz nehmen, was für dich persönlich wertvoll ist. Im zweiten Lebensbereich gehört auch die Wertschätzung. Auch die Selbstwertgefühl und die Finanzen. Hier ist auch das Geld abgebildet. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, hat immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir
denken und sprechen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das in Besitz. Dadurch verbessert sich die Finanzen. Auch auf die Gefühle achten. Verlustangst kann auslösen, dass etwas verloren geht. Oft das Geld oder Schuldgefühl führt zum Schulden. Hier hast du Skorpion. Die Skorpion-Eigenschaft beeinflusst deinen Werten und deine Finanzen. Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Und hier lernst du die Transformation, die Erneuerungsprozesse in deinen Gefühlen und das überträgt sich auf die Werte und auf die Finanzen. In Skorpion zeigt sich die Kundalini-Energie. Das ist eine Schlangenenergie, das haben wir sogar in unserem Körper, diese Kundalini-Energie. Es sind aber zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten und blockiert. Die andere Schlange befreit uns davon und steigt nach oben wie Phönix aus der Asche. Und sorgt dafür, dass hier etwas sich vermehrt, dass da Verbesserung da ist. Und all das steht mit unseren Gefühlen in Verbindung. Und das zeigt die Skorpion, Wasserelement. Also es handelt sich um unsere Gefühlen. Und das kannst du so vorstellen. Es gibt zwei grundverschiedenen Systeme. Die eine System hat mit dem anderen System überhaupt nichts zu tun. In einem System sind das Gefühle, ich nenne das als negativen Gefühlen. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Neid und Hass sind die tiefsten Gefühle und das ist zerstörerisch. Anderen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, das kennen wir alle. Es ist nicht zerstörerisch, aber das blockiert uns. Und zum Verstehen in dem Moment, wenn wir Angst zulassen oder wenn wir zweifeln an etwas, bewegen wir uns schon im negativen Gefühlen. Es ist so eine Art Grauzone. Und in dem Moment öffnen wir Pandoras Büchse und ein trojanisches Pferd kann uns treffen. Also raus aus den negativen Gefühlen, das ist für uns in unserem Leben ist auch ein Schutz. Hat eine Schutzfunktion. Die zweite System sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Vertrauen, Mut, Kraft und Liebe. Auch die Begeisterung und Liebe. Diesen Gefühlen haben eine Quelle und das ist die göttliche Quelle. Und alles, was göttlich ist, ist auch schöpferisch. Hier haben wir die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie und das brauchen wir, unserem Leben schöpferisch gestalten. Und das ist die Transformation, was Skorpion zeigt, raus aus den negativen Gefühlen und leben die positiven Gefühle.
Dritter Lebensbereich. Hier sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Und diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. Hier kannst du die Frage stellen, wie hast du das damals erlebt? War das angenehm? Warst du neugierig zum Lernen? Hat dir das Freude bereitet, das Wissen aneignen? Wie waren die Kontakte zum anderen Kinder, deine Geschwister oder anderen Kinder in die Schule? Könntest du dich behaupten? Hast du Anerkennung bekommen? Hast du Lob bekommen für dein Wissen? Oder warst du auf die Seite geschoben? Wie hast du dich damals behauptet? Wenn du damals das gelernt hast, dein Wissen vermitteln und dich zu behaupten, dann tust du leicht im Leben, weil dann hast du das befestigt als Kind. Wenn hier eine gewisse Mangel besteht, dann zeigt die Schule das Lebens. Irgendwann müssen wir das lernen. Meistens im Arbeitsplatz, weil da müssen wir uns behaupten gegen Konkurrenten. Und da lernen wir vieles und hier sind auch die Prüfungen des Lebens. Außerdem im dritten Lebensbereich sind auch die Kontakte, die Austausch von Informationen, Internet, Medien, Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Schulungen, Seminare und die Verbindung zum Verwandten. Außerdem hier erleben wir die Ereignisse in unserer vertrauten Umgebung. Da ist viel in Bewegung mit Nachbarn oder kleinere Veränderungen, eine kleine Reise. Gehört all das im dritten Lebensbereich. Hier hast du Schütze. Schütze gehört zum Feuerelement. Feuerelement zeigt Begeisterung. Wenn dich damals die Schule begeistert hat oder ein Fach dich begeistert hat, warst du dann immer dabei. Da hat dir das wirklich Spaß gemacht. Wenn aber diese Begeisterung fehlte, dann warst du schnell von etwas abgelenkt. Schütze zeigt auch Bewegung, auch Sport. Und das kann ein Hinweis sein, dass du das genossen hast und du warst ein guter Sportler. Sportlerin. Über diese Tierkreiszeichen herrscht Jupiter. Jupiter bringt Glück, schenkt auch Optimismus. Aber Jupiter vergrößert gerne etwas. Und Jupiter liebt auch die Reisen, die Weite. Und viele Schützengeborenen oder Menschen mit Schützebetonung neigen dazu, das zum Glauben, das muss noch was Besseres da sein. Was Größeres, was Besseres, manchmal die Sehnsucht auch nach die Weite. Und weil viele Dinge begeistert, auch die Schütze, das löst aus, dass sie aktiv sind, mal hier, mal dort, mal überall und verlieren schnell die Orientierung. Das ist die Nachteil der Schütze. Und dieser Pfeil hilft, weil dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Unserem Sonnensystem befindet sich im Milchstraße. Das ist unsere Galaxie. Und genau die Zentrum zeigt die Schütze. Spirituell bedeutet dieser Bereich unserem Wünsche. Und wenn das zusammentrifft, die Begeisterung der Feuerelement und unseren Wünsche, die Richtung, dann hast du gelernt, was die Schule des Lebens dich belehrt, dann hast du immer die Orientierung. Hier sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes.
wenn ich die runde Format nehme. Ich vergleiche das mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Da sind unsere Vorfahren, unsere Traditionen, unsere Herkunft und auch unserem Zuhause. Und alles, was mit Immobilien und Inneneinrichtung was zu tun hat. In diesem Platz fühlen wir uns verankert, verwurzelt. Das ist die Basis, das ist die Fundament und das gibt uns Halt im Leben. Bedeutet oft auch etwas gründen. Hier hast du Steinbock. Steinbock liebt das Traditionelle, das Altes. Und ich könnte das auch vorstellen in deiner Wohnsituation, eine alte Villa mit Antiquitäten eingerichtet. Würde zu dir sehr gut passen. Steinbock ist streng in ersten Lebenshälfte, im jungen Jahren. Das kann bedeuten eine strenge Elternhaus, wo du auch sehr viel Pflichten gehabt hast. Mindestens so hast du als Kind erlebt. Im zweiten Lebenshälfte bekommst du die Unterstützung von Steinbock. Eine sehr gute Unterstützung. Das ist Erdeelement. Und auf dieses Erdeelement kannst du bauen, weil das gibt dir die Halt, einen festen, sicheren Boden unter deinen Füßen. Und das brauchst du auch. Das brauchst du auch. Und wie bekommst du das, diese Sicherheit und Stabilität? Wenn du Ziele hast, hohe Ziele und hohe Idealen. Das hat der Steinbock. Und ein Steinbock gibt das nicht auf, egal wie schwierig dieser Weg erscheint. Steinbock hat die Geduld und hat diese Ausdauer. Und wenn du diese Geduld und Ausdauer hast und hast du Ziele, dann verspürst die Sicherheit, Stabilität, Struktur in dein Leben, dann wird das auch befestigt. Und das sind keine Träumereien, sondern das sind die Taten. Erdelement zeigt die Taten, zeigt die Realität. Fünfter Lebensbereich sind die Kinder, deine Kinder, später Enkelkinder, und zeigt auch deine Kindheit, die Erinnerungen und auch das innere Kind. Und wir sollen unserem inneren Kind pflegen, immer wieder sagen, wow, das hast du so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich. Wir brauchen das, weil das stärkt uns innerlich. Die Kinder zeigen uns etwas. Die spielen. Es passt nicht in jede Lebenssituation, aber oft hilft, wenn wir etwas spielerisch betrachten. Das schenkt uns auch Lebensfreude. Und der fünfte Lebensbereich zeigt auch diese Kreativität, unsere schöpferische Kraft. Diese schöpferische Energie in Tat umsetzen, etwas gestalten in unserem Leben, wie eine Lebensbühne. Und wir wählen diese Bühne aus, wir dekorieren, wir wählen auch die Kostüme aus und die Schauspieler. Wir spielen die Hauptrolle, wir führen die Regie, wir schreiben auch die Drehbuch. Und das ist hier diese schöpferische Energie. Und wenn wir das leben, spielerisch, dann haben wir auch Lebensfreude. Hier hast du Wassermann. Wassermann gehört auch zum Luftelement mit Leichtigkeit. Luftelement ist Leichtigkeit, klappt das auch. Wassermann kannst du mit dem Sternbild Adler in Verbindung setzen, haben so viel Ähnlichkeit auch. Und das bedeutet ein Adlerblick, ein Weitblick zum Haben. Das gibt dir diese Lebensfreude auch, die Leichtigkeit. Wassermann fühlt sich einzigartig und außergewöhnlich.
Das kann bedeuten, dass du einzigartige, außergewöhnliche Talente hast und das kannst du verwirklichen im Bereich Kunst, Kreativität, Bühne, das kann auch Theater sein. Sechster Lebensbereich ist der Alltag. Wie bewältigst du deinen Alltag? Welche Pflichten hast du? Was ist deine Arbeit? Wie ist das mit deiner Gesundheit? Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Fische. Wieder die Kreativität, deine Träume verwirklichen. Die Fische gehören auch zum Wasserelement. Und bei jedem Wasserelement handelt sich um unsere Gefühle. Und stell dir vor, dieses Wasser ist die Ozean, die Gefühle. Und in diesem Ozean, die Gefühle, schwimmt zwei Fische. Sie schwimmen. Zwei Fische schwimmen hier. Aber in verschiedenen Richtungen. Die eine Fisch hat immer Angst. Und zweifelt an allem, zweifelt sogar an sich selbst und ist unsicher. Ein Fisch, wo behaupten könnte, ja, ich bin ein Fisch, aber ich habe Angst vom Wasser, ich kann nicht schwimmen und ich warte auf ein Rettungsboot. Was für Quatsch ist das? Das ist Quatsch. Also so kannst du das so mal vorstellen. Das heißt, diese Zweifel, diese Angst ist absolut unnötig. Und trotzdem ist dieses Gefühl immer da. Und dann ist die Neigung zum Selbstmitleid. Und dann erzählt man von Sorgen und Problemen und andere leiden auch mit. Mitleid. Und es gibt Fischengeborenen oder fischenbetonte Menschen, die das genießen. Endlich bekommen sie Aufmerksamkeit, bisschen Streichereinheiten. Und eins haben sie nicht wahrgenommen, die Angst bleibt, die Unsicherheit bleibt, dieser Zweifel bleibt und das blockiert. In allen Lebensbereichen. Die Blockaden sind da. Irgendwann geht nichts mehr voran und dann kommt die Neigung zum Depressionen, zum Alkohol, zum Drogen. Diese Neigung betäubt zu sein. Die Probleme bleiben aber trotzdem oder werden noch größer. Ich habe das ein bisschen übertrieben. Aber ich möchte mal so die Richtung bestimmen. Das ist die eine Richtung, was die eine Fisch zeigt. Die andere Richtung ist ein Traum. Und hier ist der Reichtum verborgen. Und das bedeutet, hier wirkt dann die Neptun-Energie und Jupiter. Jupiter schenkt das Glück, die Chancen, die Möglichkeiten und vergrößert das alles. Und Neptun zeigt einen Traum, eine Vision. Natürlich auch die künstlerische Begabung, ganz klar. Neptun ist der Planet der Künstler, lässt sich inspirieren. Aber wir brauchen in unserem Leben eine Vorstellung. Und genau das zeigt die Fische, die richtige Richtung. Eine Vorstellung zu haben von dem idealen Zustand, auch finanziell, auch beruflich, auch in die Familie, auch in die liebe Partnerschaft. Und das bildhaft vorstellen wie ein Tagestraum. Und immer wieder diese Bilder pflegen. Immer wieder Zeit dafür nehmen. Meditieren darüber, diese Bilder pflegen, die Aufmerksamkeit lenken, die Energie manifestiert sich, ein Traum wird wahr. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und das ist die Stärke
die Fischen der richtigen Richtung. Und das, was du im Alltag erlebst. Das heißt, du kannst deinen Alltag so bildhaft gestalten, auch deine beruflichen Situation. Dann zeigt auch deine Kreativität und du lebst deinen Traum. Du verwirklichst deinen Traum beruflich und lebst deinen Berufung. Möglich ist auch, dass du Begegnungen hast im beruflichen Umfeld mit Menschen, die Probleme haben, die depressiv sind, die Alkoholthemen haben und du bist immer für die da. Aber dann kannst du mal nachdenken, woher kommt das? Das ist die falsche Richtung. Und dann kannst du diese Menschen auch helfen, unterstützen, dass sie lernen, ihre Träume leben, ihre Träume verwirklichen. Zurück zum Aszendent. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichnende Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang die Tierkreiszeichen wieder. Aber im Geburtsmoment sind sie noch im Gleichgewicht, in dieselben Ebenen. Und im Geburtsmoment schaust du in diesem Spiegel. Und in diesem Spiegel erblickst du deinen Seelenpartner und die Kinder bis etwa dritte Lebensjahr haben noch diese Erinnerungen. Dann ist alles im Unbewussten. Das ist hier die Westhorizont und geht alles nach unten wie ein Sonnenuntergang und die untere Teil des Horoskops bedeutet das Unbewusste. Und das Obere ist das Bewusste. Dein Selbst lebst du immer mehr bewusst und dein Seelenpartner verspürst du in dein Unbewussten. Und dieser Tor, weil diese Tierkreiszeichen in einzelnen Lebensbereichen symbolisieren Toren. Ich nenne das als geheime Toren. Diese geheime Tor zu einer glücklichen Partnerschaft öffnet sich mit Widder. Widder gehört auch zum Feuerelement. Natürlich ist auch Leidenschaft dabei und Begeisterung, aber bedeutet auch sehr viel Bewegung. Feuer ist beweglich, immer wieder Chancen zu haben, zu einer Beziehung. Vielleicht in jungen Jahren sogar öfters mal ein Wechsel in die Liebe, Partnerschaft. Was aber hier verborgen ist, das ist das goldene Feld der Widder in einem Zauberwald. Dieser Zauberwald hütet eine Drache. Es ist gar nicht einfach, in diesen Wald einzutreten, weil diese Drache ist da. Das haben die Argonauten auch versucht. Die Drache symbolisiert die Angst. In mythologischen Geschichten wird immer wieder erzählt von der Drachentöter und das hat eine symbolische Bedeutung, die Angst überwinden. Und so ist bei Widder Geschichte auch, diese goldenen Felder Widder ist versteckt in diesem Zauberwald. Aber das zum Holen muss erstmal diese Drache besiegen. Das haben die Argonauten auch gemacht. Sie haben diese Fell wieder geholt. Was symbolisiert die goldenen Felder wieder? Unserem Energiefeld, unserem Aura. Und das heißt, wir Menschen haben ein Energiefeld um uns herum. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Das besteht aus Denken und Fühlen. Und das ändert sich auch, je nach unserer Stimmung oder Gedanken, das verändert sich, dieses Energiefeld.
wenn wir positiv denken, angstfrei leben, ich vereinfache mal das bisschen, dann haben wir eine wunderbare Ausstrahlung. Dann strahlen wir wie die Sonne. Und Sonne steht in Verbindung zum Gold. Und dann haben wir schon die goldenen Felder wieder. Das ist die Ausstrahlung, unsere Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung hat eine Funktion, das ist die Anziehungskraft. Sonne hat auch Anziehungskraft, das ist die Gravitation und hält die Planeten in ihren Bahnen. Genauso ist es bei uns auch, wie oben, so ist es unten. Das sind Gesetze, das sind die hermetischen Gesetze oder kosmischen Gesetze. Und unsere Anziehungskraft, hier gibt es auch ein Gesetz. Gleiche zieht Gleiche an. So wie deine Ausstrahlung ist, so ziehst du das auch an. Und das erlebst du in die Liebepartnerschaft. Das heißt, bleib immer im Vertrauen. Du bist eine schöne Frau und du bekommst auch Bewunderung, sei selbstbewusst. Sorg dafür, diese selbstbewusste Auftreten, Ausstrahlung, und das wirkt. Besonders bei Neuanfang, wie Hermann Hesse so schön schreibt, bei jedem Anfang wohnt ein Zauber innen. Und das erlebst du immer wieder in der Liebepartnerschaft, bei neuen Begegnungen. Achte auf deine Gedanken, Gefühle, auf deine Ausstrahlung und strahle wie die Sonne. Bist du auch wahrgenommen? Hast du Erfolg damit? Und auch Glück in die Liebepartnerschaft. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Todesfall auch was zu tun. Todesfall, Erbschaft. Aber dieser Tod bedeutet eher, das Leben erhalten zu bleiben. Hier wirkt Pluto. Und das kannst du so vorstellen, hier sind die Prozesse des Loslassen. Dass viele Dinge im Leben sollen wir verabschieden, loslassen, trennen. Das muss absterben, damit diese Erneuerungsprozesse da sind und etwas Neues entstehen kann. Und das ist dieser achte Lebensbereich. Indirekt hat das auch mit Finanzen auch was zu tun, besonders wenn es um Ämter handelt, wie Finanzamt oder Banken, Versicherungen, Investitionen, Börsen. So in diesem Thema gehört auch zum achten Lebensbereich. Hier hast du Stier. Das Gute daran ist, das Stier hat einen Bezug zum Werten. Stier symbolisiert das Geld. Und du kannst gut investieren. Und hast auch einen Bezug zum Geld. Also du kannst da wirtschaften. Der Nachteil ist der Stier. Stier neigt dazu, etwas festhalten. Und hier, wo um das Loslassen geht, ist es nicht immer einfach. Von etwas verabschieden und loslassen. Wir müssen nicht von allem loslassen oder verabschieden, die wertvollen Dinge in unserem Leben befestigen. Aber das, was uns stört im Leben, das aber besser loslassen. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Und das heißt, wenn wir geboren sind, haben wir einen Rucksack dabei. Ich beschreibe das mal symbolisch. Und dieser Rucksack sind die Erinnerungen, die karmischen Erinnerungen, all das, was wir schon erlebt haben. Und hier beginnt unser Leben bei Aszendent und wir machen Lebensschritte, wir bewegen uns und kommen neue Erfahrungen dazu, neue Kontakte, auch Gefühle. Und dieser Rucksack füllt sich. Und hier im achten Lebensbereich lernen wir, Pause zu machen. Pause und überlegen, was ist in diesem Rucksack drin? Was brauche ich nicht? Ich empfehle das auch aufschreiben. Erstmal Gedanken machen
welche Glaubenssätze habe ich, welche Affirmationen stärken mich innerlich, das auf jeden Fall befestigen. Wie zum Beispiel ein Satz, ich bin liebenswürdig oder ich bin wertvoll. Diese Sätze stärken, also die soll bleiben. Und dann gibt es andere Sätze, wie zum Beispiel, ich habe das nicht verdient. Das stört, das sind Hindernisse. Also verabschieden von solchen Sätzen. Dann überlegen die Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten stärken uns, helfen uns im Leben? Wie zum Beispiel früh aufstehen. Diese Gewohnheiten dann bewahren, behüten. Dann gibt es andere Gewohnheiten, wovon wir immer verabschieden wollten, wie zum Beispiel Rauchen. Mir fällt immer dieses Beispiel ein. Eigentlich ist unlogisch, ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Mich spricht das nicht an. Aber mal als Beispiel. Als Beispiel, wenn jemand möchte von Rauchen aufhören, das sind Gewohnheiten. Und das auch vornehmen, davon verabschieden und die Zigarette nicht mehr anzünden. Von einem Tag auf anderen. Diese Kraft zu haben. Oder Kontakte überprüfen. Welche Freundschaften, welche Kontakte möchtest du bewahren, behüten? Das auch pflegen, weil das ist wertvoll. Und welche Kontakte stören dich, aber du möchtest niemand verletzen oder du traust nicht Nein zu sagen. Aber dein Leben ist wichtig und wenn dich das stört, dann sag auch Nein oder verabschiede davon. Was solltest noch aufräumen in diesem Rucksack? Zum Beispiel Gegenstände. Welche Gegenstände stören dich, weil du stolperst jeden Tag und steht im Weg? Dann aufräumen, dann brauchst du das auch nicht. Oder Gefühle, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diesen negativen Gefühlen verabschieden und die positiven Gefühle bewahren. Dann hast du im linken Seite all das, wovon du verabschieden möchtest, und im rechten Seite all das, was du bewahren möchtest. Und eins nach dem anderen kannst du das abarbeiten. Dann wirst du eins feststellen. Der Rucksack ist viel leichter. Dein Lebensweg ist viel einfacher. Und du hast mehr Platz für etwas Neues. Und das zeigt sich im achten Lebensbereich. Neunter Lebensbereich sind Reisen. Entweder Ausland, Urlaube, Auslandskontakte oder inneren Reise. Spiritualität, religiösen Themen. Und hier im neunten Lebensbereich sind auch Bildung, einen höheren Bildung. Hier hast du die Zwillinge. Du hast die Intelligenz, auf diesen Schulungen teilzunehmen. Über Zwillinge herrscht Merkur und Merkur symbolisiert das Wissen. Also du bist sehr intelligent und kannst du auch gut lernen. Mit Leichtigkeit, das ist Luftelement. Und hast auch die Interesse daran. Merkur herrscht über die Zwillinge. Merkur ist der Planet der Sprache. Also du hast auch die Talent zum Fremdsprachen. Immerhin im neunten Lebensbereich handelt sich auch um Auslandskontakte. Merkur handelt auch, das wäre auch etwas, was du lernen kannst, im Ausland handeln, durch Fremdsprache dich bekannt zu machen oder vermitteln etwas. Das sind auch Chancen, Möglichkeiten im Leben. Wenn das um Spiritualität geht, dazu erzähle ich die mythologische Geschichte, näher bringen, was bedeutet dieser höheren Bewusstsein. Es gab eine Königin Leda.
Leda war sehr schön und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verliebte sich an Leda und Zeus verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und dann, wo Castor sterben müsste, ging Pollux zu seinem Vater und sagte: Ah, mein Bruder ist am Sterben. Ich will auch sterben, ich will ihn nicht alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt: Nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht, beide hat in den Himmel gesetzt. Und diese Geschichte belehrt uns. Wir haben eine Seele. Ich bin überzeugt, dass die Pflanzen, die Tiere, alle Lebenswesen haben auch eine Seele. Und diese Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, also göttlich. Wenn das göttlich ist, dann ist auch unsterblich. Und das zeigt Pollux. Aber die Seele verlässt die Körper, verlässt Materie nach dem Sterben und kehrt zum Gott zurück. Ich kann es sinngemäß nur so vorstellen, dann Gott fragt, ja, erzähle mir, wie war das auf die Erde? Und die Seele erzählt und erzählt und das ganze Leben spielt sich wie ein Film ab. Und wenn Ende dieses Filmes, wo Gott dann fragt, ich kann sinngemäß nur so vorstellen, ja, wie fühlst du dich, wenn die Seele sagt, ja, mir geht es gut, es war so schön auf der Erde, ich fühle mich so befreit, dann hat die Seele befreit von Karma. Natürlich kommt die Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, aber bei dieser Geschichte geht es erstmal um die Seelenreise. Wenn aber Ende des Filmes sagt die Seele, ich habe das nochmal alles angeschaut, mein ganzes Leben wie ein Film wurde hier abgespielt. Und jetzt, nach dem Tod, stelle ich mir fest, ich habe gar nicht gelebt. Dann sagt der liebe Gott, ja, dann geh zurück und mach das besser. Und die Seele wählt ein Schicksal aus, ein Schicksalsweg, genau das, was die Seele braucht, genau das, was die Seele braucht, was die Seele auch befreit. Und damit beginnt unserem Leben. Und dieser Schicksal hat einen Anfang, das ist unserem Geburt und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und das symbolisieren die Zwillinge, Castor und Pollux. Die sind aber verbunden, miteinander verbunden. Das heißt, wir sind mit unserer Seele verbunden. Und wenn wir das spüren in unserem Inneren, dann haben wir ein höheres Bewusstsein und verspüren wir diese göttliche Quelle. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes, wenn ich zurückgreife auf die Beispiele. Dass das Horoskop wie ein Baum ist, dann bedeutet, das ist die Krone des Baumes. Hier bekommen wir Anerkennung, Ansehen, stehen wir im Mittelpunkt, in die Öffentlichkeit. Hier zeigt sich, wie wir unsere Ziele erreichen, wie unsere Berufung leben können. Hier hast du Krebs. Krebs hat einen Bezug zum Selbstständigkeit, das ist wie ein Familienbetrieb oder Immobilien, Inneneinrichtung,
Krebs gehört auch zum Wasserelement, handelt sich auch mit Gefühlen. Und das kann natürlich bei allen Berufungen bedeuten, wo deine Gefühle, deine Intuition, deine Inspiration, auch deine künstlerische Begabung gefragt ist oder soziale Berufe. All das eignet sich sehr gut für dich. Wenn das darum geht, dass du dich im Mittelpunkt stellen sollst in die Öffentlichkeit, die Krebs zieht sich eher zurück. Elften Lebensbereich sind die Wünsche, Hoffnungen und Freundschaften. Und ich betone das immer wieder, wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Und hier sind auch Gruppen von gleichgesinnten Menschen. Hier hast du Löwe. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Löwe steht im Mittelpunkt, liebt auch die Öffentlichkeit. Das kann bedeuten, dass du Freundschaften hast, die in Öffentlichkeit stehen. Und was ist dein Wunsch? Weil hier handelt es sich auch um deine Wünsche, die Selbstfindung. Nicht nur das, sondern dein Herz, dein Herzensangelegenheit leben, weil Löwe steht in Verbindung zu unserem Herzen. Warum? Sonne herrscht über die Löwe. Und Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und unserem Herz ist das Zentrum unserem Körper. Also ist eine Verbindung da. Lebe dein Selbst, lebe dein Herzensangelegenheiten. Betrachte dein Herz wie eine Schatztruhe, öffne das. Und da sind Schätze drin, deine Hobby, deine Berufung oder Kunst oder Sport oder Familie oder Kinder oder die Liebe, Partnerschaft oder Freundschaften. Das sind alles Herzensangelegenheiten. Die 12. Lebensbereich zeigt die tiefen Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen. Und alles, was im Geheimen ist, alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, auch die geheimen Feinde, hier hast du Jungfrau. Dieser 12. Lebensbereich zeigt nicht nur die Geheimnisse des Lebens, sondern die Ursache, die Erkrankungen. Zeigt auch Tiefpsychologie oder die Gründe an etwas, wo wir die Frage stellen, warum passiert das überhaupt? Und da, Jungfrau, kann wirklich eine Forschungsarbeit leisten. Jungfrau ist klug und hat ein analytisches Denken. Und das wäre auch eine Richtung, wo du dich beruflich natürlich auch Erfolg haben könntest. Jungfrau sorgt auch für Ordnung und auch Heilung. Und hier sind die Ursache, die Erkrankungen. Bedeutet auch Rückzug. Wenn du gesundheitliche Probleme hast, hilft dir immer bei der Heilung, wenn du Ruhe hast, wenn du zurückziehst. Sonne befindet sich im Jungfrau. Und ich möchte das erklären, weil das hat eine Bedeutung. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Kurz davor, etwa halbe Stunde vorher, war das noch die Jungfrau und die Sonne. Sonne steht sehr nah zu deinem Geburtsmoment, hat einen sehr starken Einfluss auf deine Persönlichkeit, weil hier ganz nah zu deinem Aszendent befindet. Aber in dem Moment, wo die Sonne und Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen ist, und erblickte den Tag, den Tageslicht, was auch natürlich die Sonne hier zeigt, auch in diesem Moment, bei diesem Sonnenaufgang,
warst du noch nicht geboren. Du warst noch im Mutterleib. Aber Sonne war bei dir. Und das sind Geheimnisse. Sonne hat dir etwas geflüstert, die Geheimnisse des Lebens, dass hier die Augen öffnest und dass du das erkennst. Sonne steht auch mit unserem Auge in Verbindung oder dein Herzensangelegenheiten. Also sehr geheimnisvoll, sehr, sehr geheimnisvoll. Aber Sonne im 12. Lebensbereich fühlt sich so an, wenn das immer noch im Mutterleib wäre. Weil so hast du das, diese Sonnenenergie erlebt. Sonne hat einen Einfluss gehabt auf dich, du warst aber noch nicht geboren. Du bist etwa halbe Stunde später geboren. Und diese Sonnenenergie ist immer noch so wie im Verborgenen. Ich nenne das manchmal in Schattenseite. Die Sonne fühlt sich aber nicht wohl in Schattenseite, weil die Sonne will Licht. Und Sonne symbolisiert dein Selbst. Und hier brauchst du Heilung. Jungfrau bringt die Heilung. Lass nicht zu, dass andere Menschen dich ständig auf die Seite schieben. Du brauchst auch Licht. Du brauchst auch Anerkennung. Du möchtest auch im Mittelpunkt zu sein. Krebs hier in Öffentlichkeit braucht nicht unbedingt. Und du hast auch solche Momente in dein Leben, wo du eher im Hintergrund bist oder möchtest du lieber zurückziehen, weil du fühlst dich da wohler. Aber gibt es auch Momente, wo du dieses Bedürfnis hast, dich sichtbar machen, dass du dieses Bedürfnis hast, wahrgenommen zu werden. Und dann kommen diese Verletzungen, wo du vielleicht denkst sogar, oh, ich bin ständig übersehen. Weil die Sonne ist unsichtbar. Wenn dir das bewusst ist und bist mutig und sagst, das macht mir nichts aus, ich zeige mich immer wieder, dann irgendwann kommt dieser Erfolg. Und du bist angenehm und schön, das zeigt die Waage Aszendent. Du musst dich nicht verstecken. Mond befindet sich im Steinbock. Aber im Grenzbereich, und das bedeutet im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock. Wenn Sonne, Mond oder ein Planet hier im Grenzbereich ist, man nennt das als Grenzgänger. Du kennst beide Seiten. Mond ist zwar schon im Steinbock, aber du kennst die Schütze auch. Du pendelst hin und her. Und das entspricht deinen Gefühlen, auch die Mutterbild, weil Sonne symbolisiert der Vater, kann auch bedeuten, dass dein Vater nicht immer da war. Und das spiegelt sich auch hier Sonne im Verborgenen. Und Mond symbolisiert die Mutter. Das kann auch ein Mutterbild sein, dass du deine Mama erlebt hast, mal streng, oder mal großzügig, kann auch bedeuten, dass hier im Steinbock dein Großeltern symbolisiert, weil über Steinbock herrscht Saturn und Saturn symbolisiert die Großeltern, dass du teilweise bei Großeltern warst, teilweise bei deiner Mama. Das kann auch ein Hinweis sein, dass hier immer diese Wechselhaftigkeit da war, weil Mond kennt beide Seiten. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und das haben wir Frauen auch, obwohl das ist eine männliche Energie und symbolisiert auch der Mann.
Und das ist auch hier im Jungfrau. Das gleiche, wie ich das bei Sonne erklärt habe. Das heißt, Mars war in die Nähe, in deiner Geburt, ganz nah, aber in dem Moment, wo Mars in Osthorizont aufgestiegen ist, wie ein Sonnenaufgang, du warst noch im Mutterleib. Und so fühlt sich die Mars-Energie an. Und das ist die Durchsetzungskraft. Und mit Waage Aszendent fällt es sowieso schwer, dich durchsetzen. Weil du willst niemand verletzen. Und wenn das gelingt, deine Meinung sagen oder dich durchsetzen oder mal lauter werden, das ist alles Mars-Energie, dann mit Waage Aszendent neigst du dazu, das zu bereuen oder hast du schlechtes Gewissen und dann entschuldigst dich dafür und dabei verlierst deine eigene Kraft. Mars bedeutet auch Kraft und dann ist wieder der Rückzug. Dann hast du die verletzten Gefühle. Und weil Mars hier im Verborgenen ist und du möchtest diese Mars-Energie leben, ist gut möglich, dass du in die Schule diese Mars-Energie hier bei Sport, Bewegung gelebt hast. Merkur herrscht über Kindheit und Jugend. Merkur schenkt uns auch eine jugendliche Ausstrahlung. Merkur ist der Planet, wo handelt, steht aber in Verbindung zum Wissen, praktischen Wissen und auch Sprache und Kommunikation. Merkur hast im Waage und das bedeutet, du hast eine jugendliche Ausstrahlung und das bleibt erhalten bis zu deinem Lebensende. Außerdem zeigt deine Intelligenz und das ist angenehm, mit dir Gespräche zu führen. Und das ist eine Anziehungskraft und das suchen die Menschen auch. Oder kann auch bedeuten, dass du dieses Vertrauen erwächst und die Menschen erzählen vieles auch über ihre Geheimnisse. Jupiter ist rückläufig hier im Wassermann. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit, entweder Erinnerungen an deine Kindheit oder karmischen Erinnerungen. Jupiter zeigt deine inneren Größe und damit sollst du bewusst sein. Und kannst überlegen, war das in deiner Kindheit gestärkt oder warst du klein gehalten? Wenn das so war, dann sollst du weise sein. Jupiter ist auch die Weisheit. Und dann brauchst du diesen Weitblick und erkennen deine Intelligenz, deine Schönheit, dein Talent, deine Fähigkeiten, deine künstlerische Begabung. All das steht zu deiner Größe, steht zu deinen Werten. Und dann kannst du in dein Leben alles kreativ gestalten. Und hast du mehr Lebensfreude? Venus bedeutet Kunst, Kreativität, Harmonie und Frieden. Venus ist auch die Liebesplanet. Venus ist weiblich und zeigt uns Frauen. Deine Weiblichkeit und das hast du im Löwe. Und Löwe braucht Glanz. Und Löwe liebt, im Mittelpunkt zu sein. Und so bist du als Frau. Und du bist auch so wahrgenommen, auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder bei Gruppen, bei Menschen, die gleichgesinnt sind. Wenn du da auftrittst oder betrittst du in einen Raum, du bist sofort als Frau wahrgenommen.
Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn belehrt uns auch. Saturn ist der große Lehrmeister und das hast du in den Zwillingen. Und was du lernst in dein Leben, das ist die Geschichte, was ich erzählt habe, die Geschichte über Castor und Pollux. Das belehrt hier Saturn. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und das hast du hier im Waage und das erlebst du in deinem persönlichen Umfeld. Kann auch bedeuten, dass dein Aussehen ändert sich immer wieder mal. Uranus zeigt außergewöhnlich, einzigartig zu sein. Uranus mag nicht so sein wie alle anderen. Und das hat einen Einfluss auf dein Aussehen und dein Auftreten in jungen Jahren, kann auch bedeuten, dass du rebellisch warst. Überleg mal, Steinbock ist konservativ. Das ist deine Herkunft. Du wirst aber außergewöhnlich sein, alles andere als bürgerlich. Und das ist gut möglich, dass in jungen Jahren warst du ein bisschen rebellisch mit deinem Auftreten oder wie du dich gekleidet hast. Und später brauchst du auch dieses Gefühl, du bist einzigartig, außergewöhnlich. Außerdem bist du auch so wahrgenommen. Neptun ist der Planet der Künstler. Lässt uns inspirieren, lässt unseren Träume leben. Neptun hast du hier in Skorpion und hat einen Einfluss auf deine Finanzen. Aber Vorsicht ein bisschen mit Neptun-Energie. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Und das ist schwierig zum Greifen. Und so fühlt sich die Finanzen auch an. Und dazu noch im Skorpion, wo auch Wasserelement ist. Das kann mal ein bisschen wegschwimmen. Aber wie hältst du das Geld zusammen? Das zeigt Neptun hier. Neptun ist der Traum, der Vision, was ich hier auch erzählt habe bei Fischen. Neptun herrscht auch über die Fischen. Du brauchst eine Vorstellung. Vorstellung über Wohlstand oder Reichtum. Und pfleg diese Bilder, weil das hilft dir, die Finanzen zu verbessern, weil dann kommt im Fluss. Das heißt, du vertraust das Fluss des Lebens und du vertraust das Geldfluss. Kann auch bedeuten, dass du durch Kunst, Kreativität zum Geld kommst. Aber weil Neptun herrscht über die Träume, über Fantasie, kann bedeuten, dass du Begegnungen hast in deinem Leben, wo jemand etwas erzählt und das schön ausgemalt und das hört sich an wie ein schöner Traum, aber du weißt nicht, ob das wirklich die Wahrheit entspricht oder nur die Halbwahrheiten und dann besteht die Gefahr, dass du gutmütig bist, dass du vielleicht einen Vertrag unterschreibst oder machst Geschäfte mit anderen und irgendwann stellst du fest, du warst betrogen. Also das ist die Schattenseite hier und da sollst du aufpassen. Was aber gut ist hier bei Neptun-Energie, wenn du diese Vorstellung hast von Wohlstand und wirklich das pflegst auch diese Bilder und meditierst darüber und das glaubst und dann kannst du das loslassen, geschehen lassen und bleibst in diesem Vertrauen, dann fließt hier Geld. Pluto zeigt die innere Kraft und das hast du hier im Jungfrau, wieder in den Bereich die Geheimnisse. Und das bedeutet für dich, du kennst die Geheimnisse des Lebens, du hast da einen Blick dafür. Und da kannst du gute Forschungsarbeit machen. Pluto bedeutet auch die innere Kraft und das verspürst immer wieder, wenn du zurückziehst, wenn du immer wieder die Ruhe bewahrst oder meditierst,
ein gewisser Rückzug stärkt dich auf jeden Fall innerlich. Unserem Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtsmoment im Stier. Und das bedeutet, hier manifestiert sich etwas. Und dann kannst du deine Finanzen so verbessern, wenn du deine Intuition vertraust, auf dein Gefühl. Dann wird es auch Materie. Es gibt im Himmel, auch in mythologischen Geschichten, Drachen. Drache symbolisiert erstmal die Angst. Wenn wir die Angst überwinden, dann kommen wir die Drachenenergie und das sind die Weisheiten. Verstehen die Zusammenhänge des Lebens. Und auch etwas Geheimnisvolles. Und diese Drache symbolisiert im Horoskop unseren karmischen Weg. Und astrologisch wurde diese Drache getrennt. Der Drachenkopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen nur einen Teil von dieser Drache. Und das ist die Drachenkörper oder absteigende Mondknoten. Und das bedeutet, in diesem Weg sind wir schon gegangen. Das zeigt karmischen Erinnerungen. Und die Drachenkopf, das fehlt, das kennen wir nicht. Das kennt die Seele nicht. Die Seele sucht das. Und die Seele braucht diese neue Erkenntnisse, sucht diesen Weg. Ich könnte sagen, die Seele fragt, wo ist denn dieser Kopf der Drache? Wo ist es versteckt? Und das zeigt die Horoskop. Die Drachenkörper ist im Stier. Das heißt, in diesem Weg bist du schon gegangen. Und das heißt Besitz. Auch Geld. Auch Reichtum. Und das hast du schon gehabt. Aber vielleicht mit Stier war die Neigung dazu, all das festzuhalten. Und jetzt sucht deine Seele einen neuen Weg. Und das ist hier in Skorpion. Und das bedeutet, all das, was du schon erlebt hast in früheren Leben bezüglich Finanzen oder Werten oder Besitz, all das lebst du wieder in diesem Leben und jetzt bist du vorsichtiger. Ich würde sagen, dass hier Stier und unserem Planet Erde, was auch mit Materie was zu tun hat, und Stier ist Erdeelement, das hat auch mit Materie was zu tun hat, dass du in früheren Leben in Wohlstand gelebt hast, aber es wurde verloren. Es ist sogar möglich, dass durch eine Erbschaft wurde dir das weggenommen. Und weil du damals betrogen wurdest, hier zeigt sich Neptun, jetzt in diesem Leben sei vorsichtig. Glaub nicht all das, was dir erzählen, diese Märchen, sondern bleib lieber in deiner Vorstellung, leb wieder die Wohlstand, diesmal ist aber deins. Und da kommt die Skorpion-Energie, die Transformation. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, unschuldig, ein pubertierendes Mädchen. Und
Der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten, alle 27 Geschwister. Und der Mond heiratete alle Frauen. Und jeden Tag besucht er seine Frauen. Rohini ist natürlich die Lieblingsfrau, ganz klar die große Liebe des Mondes. Und diese Geschichte symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent befindet sich im Waage. Dieser Mondhaus heißt Chitra und das heißt Balancepunkt. Du brauchst immer die inneren Gleichgewicht, die inneren Balance. Dieser Mondhaus wird von Spica bestrahlt. Spica wurde bei den Römern verehrt und bedeutet Weizenehre der Jungfrau und wird im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Und diese Weizenehre der Jungfrau bedeutet Ernte. All das, was ausgesät hast, du erntest es. Vielleicht war das schon im früheren Leben und jetzt bekommst du die Lob dafür. Sonne befindet sich im Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Uttarapalguna und das bedeutet auch die Zeit der Ernte. Jetzt bist du dafür geboren, dass du erntest. All das, was du eingesät hast, kommt die Ernte und deine Aufgabe ist, deine schöpferische Kraft, deine Talente, deine Fähigkeiten, deine künstlerischen Begabung im Tat umsetzen. Und so kommt dein Leben in Ordnung. Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock, aber schon im Steinbock. Dieser Mondhaus heißt Uttarashada und das heißt höheren Wünsche, höheren Vorstellungen. Das sind deine Ziele, das soll deine Ziele sein und deinen höheren Selbstbewusstsein. Mars befindet sich im Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Hashta. Übersetzt bedeutet das Hand, Handlungen. Wie handelst du im Leben? Hier wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix war auch bei Römer verehrt. Sie ist die Weinleserin und symbolisiert Lebensfreude, ein Fest, Tanz, Musik, Fest, Fröhlichkeit. Merkur ist hier im Waage und dieser Mondhaus heißt auch Chitra, so wie die Aszendent, Balancepunkt, bestrahlt von Spica, das ist die Weizenehre der Jungfrau. Jupiter ist rückläufig und hier hast du karmischen Themen, Erinnerungen, hier in Wassermann im fünften Lebensbereich und dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Übersetzt bedeutet das 100 Angst oder 100 Glück. Tatsächlich, hier sind sehr viele Glückssterne. Aber solange bis du Angst hast, zu deiner Größe zu stehen, dich zu verwirklichen, dein Talente zeigen, das schöpferisch gestalten, so lange kann dieses Glück nicht kommen. Erst die Angst bewältigen und dann ist das Glück da. Venus ist im Löwe, hier, und dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna und heißt übersetzt die Zeit der Ernte, die schöpferische Kraft umsetzen im Tat. Diese Geräusche im Hintergrund, das ist die Bewässerung im Garten, das ist wahrscheinlich hörbar jetzt, hat gerade eingeschaltet. Saturn befindet sich in den Zwillingen hier und dieser Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist der hellste
Stern im Himmel und leuchtet wie ein Diamant. Saturn ist der große Lehrmeister und belehrt dich, so zu fühlen wie ein Diamant. Du brauchst diesen Glanz. Uranus befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt auch Chitra, Balancepunkt, die inneren Gleichgewicht, wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau. Neptun befindet sich in Skorpion und dieser Mondhaus heißt Anuradha und das ist Glück, der höchste Glück. Die indischen Astrologen sagen, wenn hier Einfluss kommt von Anuradha, bedeutet auf Elefanten reiten und die Elefant ist ein Symbol für Glück und Symbol für Wohlstand. Und gerade hier im zweiten Lebensbereich zeigt hier Neptun in diesem Mondhaus Reichtum und Wohlstand. Und das ist dein karmischen Weg. Pluto befindet sich im Jungfrau, im Mondhaus Hashtar, genauso wie Mars auch. Und das bedeutet übersetzt Hand, Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt, die Weinleserin, und zeigt diese Lebensfreude. Ketu ist diesen karmischen Weg hier im Stier, wo du schon gegangen bist, und befindet sich Ketu im Mondhaus Rohini. Deswegen habe ich diese mythologische Geschichte erzählt. Rohini war der große Liebe des Mondes. Rohini ist aber ein unschuldiges, junges Mädchen im pubertierenden Alter. Und das ist dein Karma, deine karmischen Erinnerungen, all das, was du in früheren Leben erlebt hast. Und das hat mit Erbschaften was zu tun, mit Finanzen was zu tun. Du warst damals noch zu jung, so unschuldig, ahnungslos. Und wurdest finanziell geschädigt. Und jetzt gehst du in einen anderen Weg, was du noch nicht kennst, aber deine Seele sucht diesen Weg und deine Seele befreit das auch, zum Geld, zu Finanzen, zum Werten stehen. Und dieses Mondhaus, wo Rahu befindet, dieser Drachenkopf, heißt Yeshta. Und Yeshta war die älteste von diesen 27 Frauen, die älteste Geschwister. Das bedeutet nicht, dass Yeshta eine alte Frau war, sondern Yeshta war die Weise, die Reife, eine reifere Frau, eine weise Frau. Und Yeshta hat Wertschätzung bekommen, Yeshta hat Ansehen bekommen. Und diese Wertschätzung sollst du auch verlangen von anderen und sei auch weise, besonders wenn das um Finanzen geht. In die Mitte ist die tibetische Astrologie und das sind Symbolen. Die Energie, was nach außen bringst, das ist hier oben ein bisschen Feuer und sehr viel Metallelement. Und Metall bedeutet etwas bereinigen, etwas klären, konzentrieren auf dem Wesentlichen, eine kühle Haltung, aber ein bisschen Feuer dabei und das zeigt den Mut und die Kraft. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung, Zahl 1 und Zahl 3 und das heißt, hier hast du Einflüsse von außen. Vielleicht jemand versucht dich verunsichern und du sollst immer die Zügel selbst in Hand zu nehmen und selbst Entscheidungen treffen und handeln.
Diese Figur hat auch eine Bedeutung. Das symbolisiert Tiger, ein Holztiger. Und das bedeutet, du bist gut geeignet zur Führungsposition, kannst du dich sehr gut durchsetzen und auch mit Menschen umgehen. Aber du brauchst eine Basis. Und das zeigt dieser Tiger. Dieser Tiger sitzt hier auf Metallelement. Und das ist eine kühle Haltung, klares Denken, etwas klären, etwas bereinigen. Und wenn du das umsetzt im Tat, dann hast du die Kraft, dann verspürst auch deine Stärke. Die Farbe zeigt hier Holzelement, Erdeelement und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur, auch Finanzen und einen langsamen Wachstum. Deine Glückszahl ist die Zahl 5 in Holzelement und das bedeutet, wenn du etwas zu Ende gebracht hast, dann ein bisschen ausruhen, aber dann fang was Neues an. Und das bedeutet für dich auch Wachstum. Du verspürst auch die richtigen Momente des Lebens. Die Zentrum ist die Fokus, die Zahl 8 im Metallelement. Du erlebst in deinem Leben Höhen und Tiefen, Höhen, Tiefen, aber versuch das zum Klären. Das ist die Fokus. Bereinigen, klären, auch eine kühle Haltung, klares Denken. Und dein Schicksalszahl ist die Zahl 2 im Luftelement. Ich könnte das in Verbindung setzen mit Waage. Auch hier die Zweisamkeit, die Ausgleich, die Partnerschaft und die Luftelement. Also Partnerschaft und Leichtigkeit ist für dich in einer wichtigen Bedeutung. Auch die Gerechtigkeit, Sinn und dein inneren Gleichgewicht. Liebe Bariana, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera.